Turnen, Finale der Landesliga 1 in der Stadthalle Linden. Wird das heimische Team Linden als Zusammenschluss der Turner aus Großenlinden, Kroffdorf-Gleiberg, Watzenborn-Steinberg und Odenhausen-Lahn seinen Vorsprung aus der Vorrunde verteidigen und sich die ersehnte Hessenmeisterschaft sichern können? Danach sah es zunächst nicht unbedingt aus, denn der KTV Fulda-Werra-Rhön hatte sich erheblich verstärkt, weshalb das packende Ligafinale spannend blieb bis zum letzten Gerät. Leistungsträger des Lindener Teams an den Ringen, Hannes Drescher. Was sind meine Ziele heute für den Wettkampf? Also ich hoffe, dass sich keiner verletzt erstens, dass wir gut durchkommen, dass alles gut klappt. Im Moment sieht es sehr gut danach aus. Ich hoffe, dass wir das, was wir uns vorgestellt haben, auch erreichen. Und ja, ich peile so einen Platz unter den ersten drei auf jeden Fall allen mit der Mannschaft. Also ich will auf jeden Fall mit der Mannschaft dieses Jahr aufsteigen in die Regionalliga. Und wenn es so weitergeht, bin ich auch recht optimistisch, dass es klappt. Am Reck behielt Oliver Reuter von den Lindnern seine Nerven und konnte so all sein Können auf den Punkt präsentieren. Unsere Ziele heute sind natürlich erstmal zu gewinnen, unsere bestmögliche Übung zu zeigen und die auch durchzutun. Und wenn mal was nicht klappt, dann ist das auch nicht schlimm und wir kämpfen weiter. Meine persönlichen Ziele sind heute, meine Übung unfallfrei durchzutun und natürlich so viele Punkte zu holen, wie es geht. Und als Belohnung dann tatsächlich der ersehnte Titel Hessenmeister. Und damit verbunden die Aussicht nach erfolgreicher Relegation am 11. Dezember in Biedenkopf in die bundesweit zweigleisige Regionalliga aufzusteigen.